Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lesen at keine Wochenshow. Ich bin immer noch in Oberhof, im Hintergrund das Panorama Hotel in Oberhof und jetzt aber zwei Lesetipps von mir. Der erste, da geht es um das Böse, aufgeschrieben von Florian Schröder. Und normalerweise steht der Kabarettist ja auf der Bühne, um auf zugespitzte Weise über politische und gesellschaftliche Entwicklungen zu sprechen. Und seine Auftritte sind auch immer sehr gut besucht. Für sein Buch Unter Wahnsinnigen hat er sich aber mit verschiedenen Facetten des Bösen beschäftigt. Damit schaffte Schröder auch in die Schlagzeilen, denn für eines der Kapitel im Buch traf er auch immer wieder Martin Sellner, Rechtsextremist und Akteur der identitären Bewegung, und auch den inhaftierten Neonazi und Holocaustleugner Horst Mahler. Schröder hat sich mehrfach mit Sellner unterhalten, er war mit ihm auf Veranstaltungen der Rechtsextremen. In den 5 Jahren der Begleitung konnte Schröder auch beobachten, wie es den Rechtsextremen gelungen ist, mit ihren Ansichten, Stichworten und Sprüchen in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Wäre das Buch die ganz große Story über die Rechtsextremen gewesen, eine tiefergehende Bestandsaufnahme, wäre das wirklich auch sehr spannend gewesen. Immerhin ist das Kapitel über die Rechtsextremen das interessanteste. Aber dafür, dass sich Schröder so viel Mühe gegeben hat, so viel Zeit reingesteckt hat, ist es immer noch relativ an der Oberfläche kratzend. Ich finde, das hätte mehr Potenzial gehabt. Stattdessen geht es in anderen Kapiteln um einen Mann, der 2 Frauen gleichzeitig hatte, die davon nichts wissen. Um Schizophrenie, um künstliche Intelligenz, um die letzte Generation. Im Vergleich zum Bösen im Gewand des Rechtsextremismus oder den sexuellen Missbrauch wirken diese Kapitel fast schon ein bisschen befremdlich. Sicherlich sind Fremdgänger zu kritisieren, aber im Vergleich zum wirklich Bösen fragt man sich schon, ob das wirklich passend ist. Auch wenn die Leute im Buch tatsächlich auch alle auf ihre Art wahnsinnig sind. Und auch das muss man feststellen. So grundsätzlich interessant letztlich die meisten der Themen im Buch sind, so richtig neue Erkenntnisse gibt es eher selten. Weniger Sammelsurium, mehr Konzentration auf 1 oder 2 Themen, das wäre vermutlich tiefgründiger gewesen. Florian Schröder, Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, ist im DTV erschienen und von mir gibt es dafür 5 Sterne. Und das zweite Buch ist ein Klassiker, also ist schon gute 20 Jahre alt, von Carlos Ruiz Zafón, Der Schatten des Windes. Das Buch spielt in Barcelona in den späten 40ern. Daniel ist 10 und sein Vater nimmt ihn mit an einen geheimnisvollen Ort. Auf dem Friedhof der vergessenen Bücher darf er sich eines der vielen Bücher aussuchen, die sich dort befinden. Daniel greift nach dem Roman Der Schatten des Windes. Er ist von einem gewissen Julien Carax. Der Junge verschlingt den Roman und er will mehr wissen über diesen Julien. Lebt er noch? Was genau macht er und welche weiteren Romane hat er geschrieben? Bald muss Daniel feststellen, dass die Beantwortung all dieser Fragen schwierig ist. Er scheint einer mysteriösen Sache auf der Spur. Auch weil es einen Mann gibt, der versucht, alle Carax-Werke zu kaufen, um sie zu verbrennen. Ist Daniel selbst etwa auch in Lebensgefahr? Der Schatten des Windes, so heißt auch der Roman von Carlos Ruiz Zafón. Er ist inzwischen ein junger Klassiker geworden. Einerseits erleben wir mit, wie Daniel erwachsen wird, wie er sich das erste Mal in ein Mädchen, sie ist viel älter als er, verliebt. Andererseits fiebern wir mit, weil wir mit Daniel rausfinden wollen, was denn nun mit diesem Autoren ist und warum das alles so ein großes Geheimnis ist. All das macht der Autor auf mehr als 500 Seiten. Die Magie der Geschichte entfaltet sich tatsächlich immer wieder, aber gerade im letzten Drittel hätte ich mir als Leser schon gewünscht, wenn er sich da ein bisschen kürzer gefasst hätte. Auch wenn das Ende an sich dann wiederum entschädigt und die Magie zurückbringt. Carlos Ruiz Zafón, Der Schatten des Windes, ist bei Suhrkamp erschienen auf 565 Seiten und dafür gibt es von mir 7 Punkte. Und das war's schon wieder. Das war Lesen at keine Wochenshow. Tschüss aus Oberhof.